jetzt muss ich mal aufmachen. Los geht's. Gucken wir mal rein, was mir hier der liebe Chris für ein Geschenkchen gepackt hat. Na? Gut verpackt ist es auf jeden Fall. So. Jetzt muss ich doch hier wahrscheinlich irgendwo noch... Ich muss erstmal die Box verstehen, wie die aufgeht. Weil die hat ja hier in der Mitte gar keinen Öffner. Machen wir erstmal hier das noch auf. Und das auf. Ups. Nicht abrutschen. Ich glaube, ich kann es an der Seite aufmachen, ne? Wenn ich gerade nicht völlig blöd bin. Du bist Logistiker, da solltest du gut verpackt sein. Ja. Frage ist nur, wie. Achso, hier vorne. Ha! Geht vorne auf. Da kann man hier aufmachen. Das habe ich nicht gesehen bis eben. Zum Hochklappen. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es jetzt auch gefunden. So. Jetzt muss ich das hier auf der anderen Seite noch machen. So. Gamepad, ich brauche ich mal kurz nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ah, wie geil! Jetzt habe ich ein neues Fröschlein, den Froschkönig haben wir jetzt hier. Cool! Nennst du mich deswegen immer Prinz, weil hier ein Frosch sitzt, dass der Froschkönig quasi ist? Quack, quack. Schade, dass das Quack nicht geht. Aber das Quack geht doch, oder? Ja, das Quack geht auch nicht. Schade. Das habe ich jetzt erst verstanden. So, sehr schön. Danke. Habe ich ein neues Fröschlein. Ich setze es jetzt erstmal hinter mich so. Der kann sogar sitzen. Krass. So. Womit machen wir weiter? Dann haben wir hier schön viele Süßigkeiten. Einmal Lebkuchenherzen. Ey, das habe ich ausgemacht. Also der Chatbot geht aus irgendeinem Grund nicht und der rafft nicht, warum und wieso. Ach so. So, was haben wir denn dann hier noch? Ein Ferrari-Schlüsselanhänger. Sehr gut. Wobei ich ehrlich ich bin ja nicht so der Ferrari-Fan, aber der Schlüsselanhänger ist trotzdem ganz schön. Dann habe ich hier ein Star Trek Card Game Booster Pack. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt aufmache, weil ich ja mit Star Trek bis jetzt nicht so viel anfangen konnte. Wobei eigentlich muss ich es schon aufmachen, oder? Wenn man ein Booster Pack geschenkt kriegt. Muss mir ja trotzdem eigentlich mal reingucken, ja. Was drin ist. Sonst wäre es ja hier kein richtiges Opening. Ich bin nur unfähig dafür, das Booster Pack zu öffnen. Komplett. Ich schaff's nicht. Wir müssen das verschieben. Krieg's nicht auf. Jetzt, endlich. Ah, Mensch. So, guck mal doch mal, was wir hier haben. Moment, was ist denn da von vorne? Das ist vorne. Entdeckung, Episode, Kodos der Henker. Die Besatzung erfährt die Identität einer Mörderin. Plus ein EP oder plus zwei EP, falls der höchste Logikwert im Außenteam größer als 4 ist. Da. Ich geh's einmal so durch. Gefahr. Überlisten oder Rätsel, Talosianer. Die Talosianer sind was? Telepathische Außerirdische mit Kräften, die auf Illusionen beruhen. Zahle ein EP aus deinem Machtvorrat, sollte Talos 4 im Spiel sein, reduzieren sich die Kosten der Talosianer auf 0. Das ist anscheinend so eine Art Kreatur. Sieht zumindest so aus. Eine Kreaturenklasse, die Talosianer. Ja, aber in dem Fall ist das, glaube ich, nur einer davon. So wie ich das verstehe. Der Booster ist von sonst wann. Gefahr, Rätsel oder Versuchung. Vina. Vina ist eine entstellte Überlebende eines Raumschiffabsturzes, verdankt ihre wiedergewonnene Schönheit außerirdischen Illusionskräften. Ich wollte gerade sagen, so entstellt sieht die nicht aus. Ach du Elend, dieser dreirädrige Morgen, der lässt sich ja fahren wie... Zahle einen Erfahrungspunkt aus deinem Machtvorrat. Ja, okay. Was haben wir hier noch? Gefangennahme oder Streiten. Romulanischer Centurio. Dieser Romulaner, ein kampferprobter Captain fortgeschrittenen Alters, ist ein bedächtiger und gefährlicher Gegner.
Da. Hast mal ein paar Booster abgeschlossen für, was? Abgeschossen für einen Spottpreis und schenke die halt gern. Okay. Ereignis: vulkanische Gedankenverschmelzung. Spiele diese Karte auf ein vulkanisches Außenteammitglied. Dies kann dann bis 2 EP an ein anderes Außenteammitglied abgeben. Ich finde die Bilder so super, weil die halt echt wie aus der Serie aus den 80ern aussehen. Crew: Leutnant Esteban Rodriguez. Gibt's eigentlich eine Seltenheit irgendwie? Seltenheitseinstufung? Keine Ahnung. Leutnant Esteban Rodriguez, Prämie plus 1 EP, falls Rodriguez eine Episode überlebt, in der eine Episodenkarte aus Landurlaub gespielt wurde. Das klingt aber hart. Ich muss mal ein bisschen so halten, dass es nicht so... Gefahr, Gefangennahme oder Verhandeln. Feindselige Minenarbeiter. Nachdem schon viele Bergleute getötet wurden, rottet sich ein Mob zusammen, um den Mörder zu jagen. Wenn Horta im Spiel ist, erhöhen sich die Werte der Minenarbeiter um 1. Okay. Ja. So. Crew: Fenrich Angela Martine. Waffenoffizier. Schiffsphaser, zahle 1 EP, um der USS Enterprise für den Rest der Episode plus 2 auf Kampf zu geben. Also die haben auch immer alle irgendwelche Werte irgendwie. Kampf, Führung, Verhandeln oder sowas. Rodriguez muss Landurlaub überleben. Ja, ne? Das ist super. Entdeckung, Episode, Spock unter Verdacht. Plus von der USS Enterprise außer Gefecht gesetzt. Vernichtet der feindliche Captain lieber sein Schiff, als sich zu ergeben. Plus 1 EP, die Werte aller Gefahrenkarten mit Überlisten reduzieren sich um 2. Das ist leider nicht so wahnsinnig spannend für die Kamera. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es ein Kartenspiel zu Dings gibt, zu Star Trek. Ich auch nicht, aber ich wusste, dass es dieses Mobile Star Trek Game gibt. Das wusste ich. Das hat mir Chris ja schon ein paar Mal erzählt. Ich finde die Karten so funny. Ja, manche Karten sind auch echt mit Humor. Entdeckung, Episode: Horta rettet ihre Kinder. Die Name, ey. Plus die Besatzung entdeckt, dass die Kreatur nur versucht, ihre Jungen zu schützen. Plus 1 EP oder plus 2 EP, falls der höchste Menschlichkeitswert im Außenteam größer als 3 ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Horta rettet ihre Kinder mit irgendwelchen roten, braunen Kugeln symbolisiert wird. Da fehlt mir, glaube ich, Hintergrundwissen. Entdeckung, Episode, Spock außer Kontrolle. Die Crew erkennt, dass die Parasiten durch ultraviolettes Licht zerstört werden können. Plus 1 EP oder plus 2 EP, falls ein Außenteammitglied einen Logikwert von 5 oder höher hat. Da fehlen mir, glaube ich, wirklich die Hintergrundwissen, was alles mit Hotas sind die Kugeln. Taktik, Red Shirt. Okay. Da fehlt mir, glaube ich, das Hintergrundwissen. Hatte mal spiele 3 Taktikoffiziere und opfere sie, um den Zug des Gegners zu überspringen. Ach, die Red Shirts. Oh nee. Entdeckung, Episode, der Fall Charlie. Plus mächtige Außerirdische erscheinen und kümmern sich um das Problem. Minus 1 EP, eine Gefahrenkarte im Spiel wird sofort abgelegt. Es werden weiterhin EP für sie vergeben. Da. Also da fehlt mir, glaube ich, wirklich Hintergrundinfos, damit ich wüsste, was... Ich glaube, kann ja sein, dass der Name hier oben die Seltenheit angibt? Weil es gibt grün, blau und orange. Wobei orange gibt es ganz schön häufig dafür. Vielleicht auch nicht. Mächtige Außerirdische. Ja. Episode falsche Paradiese. Die Crew wird von merkwürdigen Pflanzensporen infiziert. Plus 2 EP. Die Werte aller Außenteammitglieder reduzieren sich um 2. Falls der aktive Spieler keine Crewkarte mit Medizin kontrolliert. Da... Hab mich nie mit dem Game gefasst, findest die Karten einfach nur funny, okay. Episode: Miri, ein Kleinling. Die USS Enterprise entdeckt eine erdähnliche Welt, die allein von Kindern bewohnt wird. Plus 3 EP, die Werte aller Gefahrenkarten mit Rätsel erhöhen sich um 1. So, das waren die Karten. Moment mal, eine habe ich vergessen, die habe ich gleich zur Seite gelegt, weil ich dachte, es wäre eine Werbekarte. Hier, Ereignis Tasiana.
Alle gottähnlichen Gefahrenkarten werden abgelegt. Für den Rest der Episode darf keine weitere gottähnliche Gefahrenkarte gespielt werden. Also, ich finde, das Design sieht tatsächlich aus wie selbstgemacht. Das hat wirklich 80er-Jahre-Schaum. So, ich tue die mal wieder in die Hülle, damit ich die auch alle behalten kann, irgendwie. Und auch das die andere Seite sieht halt so aus wie ein bisschen selbstgemacht. So. Ich das mal zur Seite, damit wir wissen, was wir hier schon hatten. Einmal FIFA 16. Soll ich jetzt mit dir FIFA spielen, lieber Chris? Ich habe nämlich ewig kein FIFA mehr gehabt. Das war mein letztes FIFA. Mein letztes FIFA war 2003. Du findest es 90er Jahre? Ich finde es tatsächlich vor 90er Jahre. Also hier einmal FIFA 16. Wo auch immer du das her hast. Wo du das gefunden hast. So. Machen wir weiter mit Süßigkeiten. Milka Weihnachtsmann. Sehr gut. Der wird, glaube ich, heute Abend noch vernichtet. Was ist das denn? Kamiki Ochechove. Das sieht aus wie Tschechisch. Tatsächlich. Ist das Kaugummi? Oder einfach nur Kaubonbons? Ich probiere mal, was das ist. Ich nehme mal eins raus hier. Ein grünes. Nüsse in Dragé aus Polen. In Dragé. Schmeckt aber gut. Das ist cool. Kamitschki ausgesprochen. Ja, schmeckt lecker. Cool. Also ich finde diesen Schatz hier nicht. Keine Ahnung. Ich komme gleich. Riegelein Confiserie. Das ist einfach wieder ganz viel Schokolade hier, glaube ich. Also, Weihnachten kann kommen. Ich habe Schokolade. Wenn ich keine guten Geschenke kriege, habe ich Frustessen. Was los? Hab ihn. Ja, siehst du, muss ich doch nicht kommen. Marzipanstollen. Du kannst es paketweise wegessen. Ich hab's noch nicht. Also ich find's auch tatsächlich sehr lecker. Aber ich würde es jetzt. Da es Nüsse sind, wahrscheinlich nicht paketweise essen. Das ist zwar ganz nett gemeint, aber ich wohne ja jetzt in Dresden. Dresden, so ein bisschen das Mekka in Anführungszeichen für Stollen. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich mag eingebackene Rosinen nicht. Ich mag Rosinen pur. Aber ich mag eingebackene Rosinen nicht, weil die meistens so weich und pappig sind. Deswegen würde ich das wahrscheinlich irgendwie weitergeben. Ich hoffe, du bist mir nicht allzu sehr böse, weil ohne Rosinen wäre der cool. Aber der ist leider mit Rosinen, so wie ich das sehe. Das konntest du nicht wissen, weil ich hab's nicht so oft erwähnt. Rosinen pur, kein Problem. Sozusagen trockene Rosinen. Kein Ding. Aber Rosinen irgendwie im Kuchen oder in irgendwie Keksen oder so drin, das mag ich gar nicht. Ich nicht. Dann haben wir hier noch Nougat-Edelmarzipan in Zart-Bitter-Schokolade. Während du noch am Machen und Tun bist, ich bin mal noch schnell auf dem Balkon. Das ist auch sowas, das werde ich mir mal genüsslich irgendwann geben müssen, weil das ist sowas Dickes hier, Das ist ganz schön viel auf einmal. Also jetzt, wenn ich da einmal nur abbeiße, ist es einiges. So, jetzt kommen wir zu den Sachpreisen. Haha. Fangen wir mal damit an. Lego kann man immer gebrauchen. Was ist denn das? Pista di Fiorana. Ach, ist das ein Pitstop sozusagen. Aus Lego. Inklusive einem Autochen. Ist das richtig? Oder mit mehreren Autos? Sind das vier Autos sogar? Weil hier hinten ist sowas drauf. Weiß nicht, ob man das sehen kann, so ein bisschen. Das sieht aus wie ein Boxenstopp mit vier Autos. Kann ich nur um die Wette fahren? Wup, wup. Das baue ich auch mal entweder in einem Stream oder in einem Extra-Stream oder in einer ruhigen Minute auf. Muss ich mal schauen. Was ist das denn? Habe ich ja noch was drunter gefunden, was noch unten drunter lag. Was? Das ist ja gesagt, es sind Sammelsachen drin. Puzzle-Modell. Das
Ist das eins der Sammlersachen? Weil das sieht aus wie wirklich aus Japan importiert. Guck mal rein. Okay, das sieht ein bisschen aus wie so ein Satz aus dem halt Modellbau. Gemixt mit Überraschungsei. Nur in groß. Tatsächlich. Ich sehe schon, ich habe hier über die Feiertage viel zu basteln. Dankeschön. Da habe ich einiges zusammenzubauen. Dann muss ich mir auch noch ein Brett da hinten drauf machen. So, nee, da. Damit man dann das Ganze sieht. Eine Limousine für 1:78 für die Modelleisenbahn. Ah. Modelleisenbahn habe ich natürlich nicht, aber die Limousine kann ich ja trotzdem basteln. Oder ist das hier das Sammlerding? Weil das sieht schon ziemlich, also sehr, sehr hochwertig aus tatsächlich. Von Showcar 2010. Von Renault, okay. Also das sieht aus wie was man halt nicht auspackt, sondern einfach so in das Regal stellt. Das sieht echt schön aus. Muss ich mir echt nur überlegen, wo ich das hinpacke. Ich muss das mal alles irgendwo hinstellen, wo es dann auch einen Ehrenplatz hat. Und dann schicke ich dir mal ein Bild davon. Und hier habe ich noch was, das kann ich dann mit meinem Neffen und Nichten über Weihnachten spielen. Das ist auch sehr cool. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Jetzt haben wir nämlich noch ein Mini-Bowling-Spiel. Ja, ist hochwertig Mini-Champs auf Platz 3 der Modellautos. Autoart Noref Mini-Champs Schuko. Okay, krass. Dankeschön auf jeden Fall. Danke für das Paket. Tatsächlich finde ich das, glaube ich, am coolsten, weil das wusste ich nicht, dass es gibt. Und das werde ich, denke ich, wirklich mit meinen Neffen, Nichten oder sowas mal Weihnachten probieren. Dann nehme ich einfach mal mit. Dann probieren wir das mal zusammen zu spielen. So können wir Bowling spielen, ohne sonst wohin rennen zu müssen. Also das finde ich ziemlich cool. Also danke dir auf jeden Fall für alles, für die Süßigkeiten, für die ganzen Sachen, die ich jetzt ausprobieren kann. Und für den Riesenfrosch. Hält das? Hoffentlich hält das. Dann kann ich den so lassen. Ha! Guck mal. Lumi kann das ja nicht, ja? Ich kann das. So, jetzt habe ich hier zwei Frösche sitzen.